Heute ist der 28. Januar 2020. Wir sind hier in den Museen der Alten Bischofsburg. Heute ist die Ausstellungseröffnung über ein ganz, ganz besonderes Objekt in Wittstock, dem ehemaligen Flugplatz und alles, was damit zusammenhängt. Und es sind auch interessante Gäste hier. Doch zu denen kommen wir später. Rund 100 Interessierte drängten sich in den Projektionsraum der Bischofsburg. Antje Zeiger hielt einen Vortrag zur Geschichte, vom Kriegstraining zur Energieerzeugung. Sie streifte das Jahr 1934 bis in die heutige Zeit mit dem teilweisen Abriss und die Entstehung eines der größten Solarparks in Deutschland. Folgen Sie uns auffällig oder unauffällig? Natürlich in die Ausstellung. Ja, wenn man hier durchgeht, kann man sich natürlich einer gewissen Faszination nicht entziehen. Aber man darf nicht vergessen, dass der Flugplatz Wittstock eine Anlage war, die der unmittelbaren Kriegsvorbereitung diente. Dafür ist sie 1939 gebaut worden und dafür ist sie 1945 auch weiter genutzt worden. Wie kam es zu dieser Ausstellung? Was war der Anlass? Was ist der Rahmen? Ich hatte es ja vorhin schon in dem Einführungsvortrag gesagt, es sind eine ganze Reihe von Jahrestagen, wenn man so will, im Zusammenhang mit dem Flugplatz. Und da muss man das einfach würdigen. Die Geschichte ist spannend. Es gibt wenige Orte in der gesamten Region, die so viele unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Schicksalen gesehen haben. Und da muss man einfach auch mal drauf gucken. Die Frage, die wir uns auch gestellt haben, was ist aus diesem Ort geworden? Viele der Gäste, die zur Ausstellungseröffnung gekommen sind, haben ihre eigenen Geschichten und Erinnerungen. Peter, du hast dort auch gearbeitet. Ja, wir haben also in den 60er, 70er Jahren dort vom Baubetrieb die Neubauten erstellt und hatten extra einen Pass, damit wir raufkommen auf den Flugplatz. Wenn unsere Arbeit beendet war nach Feierabend, sind wir natürlich ins Russenmagazin gegangen und haben da besondere Sachen gekauft, wie Schlagsahne, ungarische Salami. Das war für uns immer was Besonderes, denn das gab es ja zu unserer Zeit nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Kollege mal einen Teppich gekauft hat dort. Und der Teppich wurde ja nicht ausgerollt. Hauptsache, man hatte einen. Und als er nachher zu Hause war und den Teppich ausgerollt hat, war in der Mitte ein riesengroßes Leninbild. Also den haben sie richtig angeschmiert, den hat er sich nie auslegen lassen. Wir als wohlerzogene DDR-Bürger, wir haben nur das gemacht, was wir machen sollten. Da war kein Blick rechts und kein Blick links. Und wenn man nicht überheblich gegenüber den Sowjets aufgetreten ist, konnte man mit den sprichwörtlich Pferdestählen gehen. Unendlich viele Bilder sind in der Ausstellung zu bestaunen, darunter auch welche mit Max Schmeling. Schreiben Sie nichts, dass ich ein besonderer Fallschirmspringer gewesen bin. Über den Boxer Max Schmeling können Sie ruhig schreiben. Ich finde eigentlich alles interessant und es kommen halt die Erinnerungen wieder, wie es eben gewesen ist jetzt, was wir so mitgekriegt haben, miterlebt haben. Also ich finde die Ausstellung sehr schön und sehr interessant. Wie sieht es heute auf dem Flugplatz aus? Auf der Start- und Landebahn steht einer der größten Solarparks in Deutschland. Die meisten Gebäude wurden in der zweiten Ausbaustufe zurückgebaut. Für den Bergungs- und Bräumungsdienst keine leichte Aufgabe. Die Kampfhütterräumung auf dem gesamten Gelände war leicht schwieriger, wie wir gedacht haben. Zum Beispiel haben wir Kampfhütter, Munition, Bomben, Granaten, Waffen, vor allem Bordwaffen von den Flugzeugen, von den alten, von deutschen, von russischen, selbst unter der Betonpiste, unter der Start- und Landebahn, also in der Betonpiste gefunden. Es ist so viel gewesen, dass wir mit dem LKW die Sache abfahren mussten und ich auch hier 8-mal zum Sprengen gewesen bin. Nur noch wenige Gebäude wie die Packhalle oder das Kino stehen entlang der Landebahn. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Abrissbagger kommen, um Flächen für neue Solarmodule zu ebnen. Gerade wenn wir an die Energiewende denken und das müssen wir ja auch und wollen wir ja auch alle. Und dann haben wir hier natürlich ein Objekt, das schon zum Vorzeigen ist und wo man sagen kann, ja, das ist eine Fläche, die man für was anderes schwerlich benutzen konnte. Dafür konnte man das sehr gut benutzen und damit hat diese Fläche dann doch wieder eine sehr gute Nutzung, eine friedliche Nutzung erfahren und dann noch im politischen Interesse, nämlich der Ausstieg aus der Atomenergie und dafür steht Wittstock oder beziehungsweise Altaba. Über 300 Exponate sind in der Ausstellung zu bestaunen. Bis 1994 wurde die Anlage militärisch genutzt. 2400 Meter war die Start- und Landebahn lang. Als erste erhielt das 33. Jagdfliegerregiment im Jahr 1985-86 die legendäre MiG-29. Ein Hingucker war der Pilotendruckanzug, mit dem Flüge bis in die Stratosphäre möglich sind.
Wir sind jetzt durch die Museen der alten Bischofsburg gegangen, durch diese Sonderausstellung zum Flugplatz Wittstock. Ein Bogen von 85 Jahren, 1934 bis 2019. Aufbau einer Fliegerschule, Betrieb eines Flugplatzes von der deutschen Wehrmacht bis zu den Sowjets. Dann Konversionsobjekt in Wittstock. Es haben dort Rennen stattgefunden, der mit ganz besonderen Fahrzeugen. Heute gibt es dort einen Solarpark. Also etwas ganz Bemerkenswertes, was man hier noch bis Mitte April 2020 sehen kann. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.